Hey Freunde, was geht ab? Ich spiele heute den Muskelsimulator und ich will hier stärker sein als Dr. Banks. Die Frage ist nämlich, ist Dr. Banks wirklich stärker als ich, als Babu? Freunde, wir finden es gemeinsam raus, denn ich möchte mich mit Dr. Banks anlegen. Genau, du hast richtig gehört. Ich habe nämlich Dr. Banks sein letztes Video gesehen. Ich hoffe, das hast du auch gesehen. Falls nicht, auf jeden Fall nochmal nachholen. Hier, Dr. Banks hat hier gegen diesen Kürbiskopf, gegen Kokonuskopf, nicht Kürbiskopf gekämpft. Und er hat ihn nur ganz knapp besiegt, Freunde. Und ich habe ihn natürlich jetzt super easy besiegt, Freunde. Und damit wir wirklich stärker sind als Dr. Banks, ist unsere heutige Aufgabe, Fat Pirate zu besiegen, Freunde. Ich gehe mal rein und schau mal, ob ich das schon schaffe, Freunde. Oh, das sieht ganz schlecht aus. Das sieht sehr schlecht aus, Freunde. Den Fat Pirate, den können wir wohl noch nicht besiegen, Freunde. Und dafür müssen wir jetzt hier einstehen, Freunde. Ich hole mir natürlich erstmal das erste Geschenk ab. Und ich mache jetzt erstmal ein paar Rebirths, Freunde. Ich habe nämlich richtig viele Wins. Wir holen uns Rebirth Nummer 1, Rebirth Nummer 2, Freunde. Rebirth Nummer 3, Rebirth Nummer 4, Rebirth Nummer 5, Freunde. Rebirth Nummer 6 können wir jetzt noch nicht machen. Dafür brauchen wir 69 Milliarden Wins, Freunde. Ich weiß gar nicht, wie viele Wins wir haben. Wir haben nur 19 Billionen, Freunde. Das ist nicht so viel. Dafür haben wir nochmal 7 Mal hier den Spin offen, Freunde. Wir müssen jetzt wirklich alles machen, damit wir Dr. Banks hier besiegen können. Und deswegen holen wir... Oh, das war so knapp. Wir hatten beinahe selten the Pet bekommen. Deswegen nehmen wir jetzt jede Chance hier natürlich und werden versuchen, Dr. Banks hier zu besiegen, indem wir hier Glücksrad spielen und alles. Und dann muss ich dir das neue Update zeigen, Freunde. Es gibt nämlich ein neues Update. Und zwar gibt es jetzt eine neue Season, Freunde. Das heißt, wir können hier wieder ein bisschen Robux ausgeben, Freunde. Ihr wisst ja, ihr kennt mich ja. Bei Babu seht ihr schon ganz genau, ob sich hier Robux ausgeben lohnt oder nicht. Weil ich gebe immer Robux aus, Freunde. So, jetzt drücken wir nochmal das Reel. Und jetzt haben wir noch eine Chance, Freunde. Und... Oh, ganz knapp, ey. Oh, Mann, jetzt müssen wir nochmal drehen, Freunde. Das war so knapp. Kriegen wir jetzt das Pet? Kriegen wir jetzt das Pet? Und... Ah, ich glaube nicht, Freunde. Ich glaube nicht, Freunde. Kann ich mir hier noch ein Egg kaufen, Freunde? Wir holen uns jetzt hier das Legendary Egg direkt gezogen, Freunde. Kann ich mir noch was holen? Nein, leider nicht. Aber hier den Hookie als Legendaries Pet, Freunde. Jetzt gucke ich mal rein. Ich kann das nächste Gift claimen, Freunde. Und ich gehe jetzt mal in die Pets rein. Equip Best Pets, liebe Freunde. Ab geht's. Und man kann die auch noch irgendwie größer craften oder so. Das müssen wir uns gleich mal anschauen, weil der Kollege hier, er hat das schon. Ich habe bei Dr. Banks auch gesehen, dass er das schon gemacht hat. Da bin ich ein bisschen spät dran, Freunde. Und hier haben wir jetzt irgendwie den Season Pass, Freunde. Wir haben jetzt irgendwie eine Season. Es gibt Belohnungen. Ich klicke mal auf Skip. Das kostet Robux. Dann kriegt man irgendwie was kostenlos. Ein Lucky Boost oder solche Boosts und sowas. Ich glaube, diese Season Eggs, die sind für mich am interessantesten, weil, Freunde, kommt mal hier im Shop rein. Ich muss mal hier reingehen und jetzt benutze ich erstmal ein paar Rins hier natürlich, ein paar Rin-Tränke und solche Tränke hier natürlich, weil ich habe von jedem Trank 2000 Stück oder so. Also, nee, ich habe sogar 10.000 oder was. Ja, nee, sogar mehr, fast 100.000. Die kann ich gar nicht aufbrauchen, Freunde. Hier war doch auch noch ein Knopf. Hä, wo ist denn der hin? Hier war auch noch ein Knopf. Ich habe den wohl irgendwie verloren, Freunde. Ich bin auf dem alten Server. Ich habe keine Ahnung. Aber was ist das denn? Limited Stock Pads? Freunde, es gibt neue Pads, neue Items. Das Haven Egg. Und es gibt neue Game Pässe, oder? Magic Eggs, Chance of Hatching Void and Golden Eggs Pets, beziehungsweise den VIP Pass haben wir natürlich. Achtmal Hatching, okay, Double Wins haben wir, okay, wir haben die wichtigen, haben wir schon mal, hier haben wir alles. Die Mega Coins, die brauchen wir noch nicht. Und das hier sieht sehr interessant aus. Keine mehr da, die sind alle verkauft, Freunde. Hä, gibt's die doch noch? Null Left, wenn ich da raufklicke. Hä, wenn ich jetzt hier raufklicke. Ja, irgendwie, den kann man nicht mehr kaufen, aber die anderen noch. Okay, crazy. Ich glaube, diese Limited Pets, die sparen wir uns nochmal auf, Freunde. Wir können uns jetzt hier den nächsten Bonus schnappen. Jetzt gehe ich hier mal rein zur Kokosnuss und versuche mal gegen die Kokosnuss zu kämpfen. Ob ich das schaffe, Freunde. Und, ah, ich schaff's nicht. Das heißt, ich muss jetzt leider in eine Trainingssession reingehen. Ihr wisst ja, ich habe hier VIP Game Pass. Und deswegen kann ich hier Auto-Train machen und den Auto-Knuckle-Train machen.
Und den lasse ich jetzt erstmal hier an, um richtig schnell richtig viel zu trainieren. Freunde, wir haben es mittlerweile 5 Stunden später. Ich habe hier die ganze Zeit weitergespielt, liebe Freunde. Denn ich meine es ernst. Ich will Dr. Banks besiegen, liebe Freunde. Für euch sind gerade nur ein paar Sekunden umgegangen. Für mich 5 Stunden, liebe Freunde. Ich habe hier weitergespielt und noch andere Videos aufgenommen, Freunde. Ich bin natürlich öfter mal rejoined und wieder gejoint. Ich claim jetzt hier erstmal das Gift, liebe Freunde. Und ihr seht schon, ich habe mittlerweile ein paar huge Pets bekommen. Ich bin nämlich einfach hier in den Pets reingegangen, habe einfach mal Craft All gemacht die ganze Zeit und immer das Beste equipped. Aber vorher habe ich mir hier bei den Pets noch ein bisschen was gekauft, einfach random irgendwas gekauft, liebe Freunde. Wir gehen jetzt aber hier mal in den Store rein und müssen natürlich jetzt hier den Double Wind Potion aktivieren, liebe Freunde. Der lohnt sich auf jeden Fall. Den haben wir jetzt aktiviert und jetzt möchte ich euch mal zeigen, dass ich den Fat Pirate besiegen kann, liebe Freunde. Ihr wisst ja, Dr. Banks, der hat hier diesen Kokosnussmann besiegt, aber der war leider noch nicht bei den Piraten. Und ich möchte Dr. Banks jetzt zeigen, wie ich den fertig mache und dass ich aktuell ein bisschen besser bin, natürlich auf freundschaftlicher Basis. Freunde, let's go. Der Autofight-Modus ist an. Ich habe meine Hände hier und ihr seht, dass da unten der Balken immer weiter voller geht. Und jetzt wird der Pirate besiegt. Mal gucken, wie viele Gems wir kriegen. Wins meine ich. 180.000 Wins, liebe Freunde. Weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Wir können den auf jeden Fall nochmal fertig machen. Und dann zeige ich dir die neue Season und die neue League, liebe Freunde. So, 3, 2, 1 und besiegt, liebe Freunde. 180.000 Wins oder 180 Millionen. Ich habe keine Ahnung, liebe Freunde. Ich gehe jetzt hier auf jeden Fall mal in die Season rein. Das ist das neue Update. Man kann hier irgendwie Quests haben. Man hat Rewards Quest Premium und natürlich hier die Daily Quest, Freunde. Man muss den Grip trainieren. Man muss Dumbbells liften. Also Grip sind diese Dinger, die man zusammendrücken muss. Lift Dumbbells, das sind die hier. Und Eier ausbrüten, Freunde. Und es gibt anscheinend auch Weekly Quests, die man pro Woche machen muss. Und da, ja, sieht man hier auch, dass man so Sachen heben muss und so weiter. Das hier sind die Daily Quests. Und es gibt einen Premium Pass, liebe Freunde. Wenn man diesen Premium Pass sich holt, dann kann man exklusive Rewards hier sich holen, liebe Freunde. Ich gehe davon aus, dass das die unteren hier sind. Ja, das sind die unteren. Man kann hier dann zum Beispiel ein Season Egg oder ein Lucky Egg bekommen. Ich habe aber jetzt gerade nur den Standard. Und zwar hier oben claim ich das einmal. 5 Minuten Luck Boost und 2x Double Wins. Das sind so Potions, die brauche ich gar nicht, weil ich ja im Shop sowieso 10.000 davon habe. Also das ist die Season. Ich glaube, das wird ziemlich cool. Vor allen Dingen, weil man hier jetzt auch die Chance hat, einfach mal for free ein Season Egg zu bekommen. Und natürlich die ganzen Boosts und so weiter. Und am Ende hast du noch so ein Bilder-Dog oder so ein Ultra-Wayvern. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, liebe Freunde. Aber ist auch egal. Wir haben nämlich jetzt noch die League, Freunde. Defeat a Champion to unlock Leaks. Okay. Was sind denn die Champions? Ich glaube, das sind diese finalen Bosse, liebe Freunde. Deswegen gehe ich jetzt nochmal zurück ins Gym und besiege da mal diesen, ja, diesen Typen hier. Ich gehe mal in den Autofight-Modus rein, weil ich bin faul. Let's go. Wir besiegen ihn. 3, 2, 1. Und wir haben ihn natürlich besiegt, liebe Freunde. Und jetzt kann ich in Leaks kämpfen. Habt ihr gesehen? Das stand da unten. Oh, jetzt muss ich nochmal eben tippen. Autofight ist aus. Jetzt kann ich in eine League reingehen und ihr seht schon, Rewards her bin ich Platz 18. I don't know. Ich weiß nicht warum. Ich habe noch gesehen, Aborok war hier glaube ich auch irgendwo. Aborok hat mir was gezeigt, aber ich bin jetzt hier auch in der Bronzeklasse. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Ich gehe mal hier auf Find the Target und jetzt muss ich glaube ich kämpfen, liebe Freunde. Ich muss hier drücken, so glaube ich zumindest. Muss hier auf Fight drücken oder wie? Der ist auf jeden Fall ziemlich stark. Ich drücke hier auf Fight. Und jetzt wird gedrückt, liebe Freunde. Ich muss gegen diesen Vogel hier kämpfen. Oh, Junge, ist er stark, Junge, ist er stark. Oh, schnell, 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 schnell. Ich kann jetzt hier nicht sterben. Ich bin hier im Video. Ich kann nicht sterben. Oh nein, ich hätte den Autoklicker anmachen müssen. Alter, Junge, ich habe gleich keine Klickkraft hier mehr. Das ist kein Spaß mehr hier. Es geht hier um Leben und Tod, Freunde. Ich hab ihn gleich. Das muss ich noch schaffen, Freunde.
Ja, jetzt. Oh, geschafft, Freunde. Geschafft. Was habe ich jetzt bekommen? Ich habe irgendwie 1,9 Milliarden Wins. Nee, Fäuste bekommen und 250 Sterne. Alter, Freunde, das war anstrengend. Ich muss jetzt erstmal den Autoklicker rausholen, liebe Freunde. Und jetzt gehe ich hier auf Fight More. Wo bin ich jetzt? Immer noch Platz 17? Das ist schon mal krass. Ich glaube, ich gehe jetzt hier nochmal in die League rein. Ich hole mal hier meinen Autoklicker. Der geht mit F6, liebe Freunde. Ich gehe in Find Target rein. Und jetzt versuchen wir nochmal zu kämpfen. Oh, was ist das denn für einer? Die Popcat ist hier. Popcat auf Deutsch. So, wir gehen hier rein. Wir gehen in den Fighter-Modus, Freunde. Autoklicker ist an. Let's go. Und, oh, die ist stark, die ist stark, die ist richtig stark. Da brauche ich den Autoklicker, Freunde. Let's go. Oh mein Gott, die Popcat ist stark, Freunde. Aber 2 Wins haben wir dann schon von 3 möglichen, glaube ich. Die League ist auf jeden Fall richtig krass, richtig schwer. Und jetzt würde ich sagen, oh, nice. Wir haben schon wieder 250 dazu bekommen. Ich glaube, ich gehe jetzt mal in den letzten rein. In den letzten Tag, in den letzten Kampf, glaube ich. Und ich denke mal, dass ich den leider nicht schaffen werde. Also, Dr. Banks, da kannst du mich noch besiegen. Wir gehen hier in Fine Target rein. Let's go. Und dann, oh, wer ist er denn? Der sieht ja fresh aus. Fresche Frisur und ein richtig cooles Gesicht. Okay, wir gehen in den Fight-Modus rein. Und jetzt wird hier Ansage. Jetzt wird hier gekämpft, Freunde. Und es sieht so aus, als würde ich leider sterben, Freunde. Wir sind auf einer Stelle. Nicht so ganz. Ich glaube, ich werde sterben, Freunde. Ich glaube, ich gebe auf, Freunde. Ich gebe auf. Let's go. Ich wurde leider besiegt und habe trotzdem irgendwas bekommen oder irgendwas verloren. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Wir gehen in die League rein und jetzt bin ich Platz 18. Ich glaube, ich bin schlechter als vorher. Aber das ist okay. Ich will nämlich nochmal in die Bronze, in die Schule gehen. Return to School, liebe Freunde. Und jetzt mache ich den hier nochmal fertig. So, 3, 2, 1, let's go. Ich weiß gar nicht, wie viele Klicks ich brauche. Ah, auf ganz entspannt. Ah, okay. Und kann ich hier jetzt die League kämpfen? Find Target. Fight. Ah, nee, das geht nicht. Da muss ich mir Energy holen. Okay, das funktioniert anscheinend nicht. Dann lass uns nochmal zurückgehen in das letzte Level. Und hier wollen wir jetzt die Quest noch eben machen. Also, wir haben hier noch die Quest, die Tagesquest, Train Grip, Lift Dumbbells und Egg Hatches, Freunde. Hatch Eggs. Was rede ich hier? Hatch-Eggs. So, wir gehen in den Trainingsmodus rein. Wir machen eben Bizeps, einmal ein paar Curls. Das muss auch schon gereicht haben. Jetzt trainieren wir hier mal ein bisschen. So. Und jetzt gucke ich mal, ob das schon gereicht hat, liebe Freunde. Wir gehen in den Season. Ah, okay. Ich glaube, ich muss 100 Mal insgesamt, nicht die Menge. Und wir müssen Eggs öffnen dabei, Freunde. Dann mache ich den Automodus hier mal an und öffne mal ein paar Eggs. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich habe. Ich versuche mal, das teuerste zu öffnen. Das kann ich leider nicht machen. Dann versuche ich mal das zweiteuerste. Das geht auch nicht. Ich glaube, dann werde ich einfach mir hier für 25 Millionen 50 Mal das Egg öffnen, liebe Freunde. Und dann schauen wir mal weiter, was passiert, wenn wir die Quest abgeschlossen haben. Oh, hä? Ich habe einen Angriff bekommen. Der hat mir jemand was geklaut. Ich gehe mal auf Revenge. Und das kann ich nicht. Ich kann mich nicht wehren. Freunde, habt ihr das gesehen? Mich hat gerade jemand angegriffen und ich habe mir meine Punkte verloren. Oh mein Gott. Okay, wir haben die Eggs auch fast voll. Jetzt müssen wir die Dumbbells trainieren, Freunde. Und die Eggs. Ich muss noch 15 Eggs öffnen. Das machen wir nochmal eben schnell. Also hier Eggs öffnen. So, Freunde. Jetzt haben wir nämlich hier alle Quests erfüllt, außer das Egg zu hatchen, Freunde. Wir holen uns jetzt das letzte Egg. Dafür lassen wir uns nicht lumpen. Wir holen das teuerste, was wir uns holen können. Und ich glaube, das ist dieses hier. Wow, was ist das denn? Ein Ruby Pad. Oh, krass. Ich glaube, dann craften wir nochmal alle, equippen die besten Pets, Freunde. Und jetzt gehen wir in den Season Pass. Wir haben alle erledigt, Freunde. Jetzt müssen wir noch den Weekly Game Pass, die Weekly Pass hier machen. Aber das kriegen wir auch in dem nächsten Video hin, Freunde. Ich scroll nochmal zurück. Ich kann jetzt hier claimen. Und das mache ich jetzt auch mal. Wir claimen dieses Egg hier. Und was kriegen wir daraus? Ankommenden Toxic Parrot. Oh, der sieht fresh aus, aber ich glaube, den kann ich nicht mehr gebrauchen. Und Double Rinse, wir gehen nochmal in den Toxic Parrot. Der macht nur 99, ich glaube, das ist so ein Sammler-Pad. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Aber ich habe auf jeden Fall Ahnung und weiß, dass ich hier besser bin als Dr. Banks. Zumindest Stand jetzt, liebe Freunde. Also kein Hate dalassen. Lieber Support bei mir und natürlich bei Dr. Banks dalassen. Und ich würde sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und schau dir das Video auf der rechten Seite an. Bis dann und ciao.